In unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Arbeitsminister Martin Kocher. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lorenz. Herr Minister Kocher, derzeit deutet wenig darauf hin, dass diese Zeit der Pandemie in absehbarer Zeit zu Ende gehen könnte. Wir stehen derzeit bei 522.000 Arbeitslosen. Das ist ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Müssen wir alle nicht davon ausgehen, dass dieses Problem noch größer wird und eben leider nicht kleiner? Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr gestiegen ist. Die Kurzarbeitsverhältnisse, die Zahl ist gestiegen aufgrund des verlängerten Lockdowns. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das stimmt. Aber ich hoffe, dass das Niveau nicht höher wird. Es wird alles davon abhängen, wie wir aus dieser Pandemie kommen. Die ersten Öffnungsschritte, die Frage der Impfungen. Solange es diese Situation gibt, wird es keine substanzielle Entspannung am Arbeitsmarkt geben können. Deswegen müssen wir uns alle darauf konzentrieren, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Wir alle kennen die Zahl der Neuinfektionen. Wir kennen auch die Zahl der Inzidenzwerte, auch die für ganz Österreich, ist ja regional sehr unterschiedlich. Wir wissen, dass das vorgegebene Ziel für die Öffnung, für die ersten Lockerungsschritte noch lange nicht erreicht ist. Am Montag wird die Bundesregierung entscheiden. Aber müssen sich die Beschäftigten im Handel, in der Gastronomie, in der Kulturszene nicht damit abfinden, dass das nach dem 7.2. wohl so weitergeht, wie es jetzt ist, dass der Lockdown noch einmal verlängert wird? Dazu gibt es noch keine Entscheidung. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt diese Woche uns auf die Analyse konzentrieren. Und das mache nicht ich, das macht natürlich der Gesundheitsminister, der Bundeskanzler, die zuständigen Minister für die Infektion, für die Pandemie. Und nächste Woche wird entschieden, wie es weitergeht. Natürlich drängen wir auf Öffnungsschritte aus Sicht des Arbeitsmarkts. Aber es macht ja keinen Sinn, jetzt Öffnungsschritte vorzunehmen, wenn dann in 2, 3 Wochen wieder geschlossen werden muss und Infektionszahlen durch die Decke gehen und dann noch längere Lockdowns notwendig sind. Also diese Abwägung ist extrem schwierig im Moment aufgrund der verändernden Lage, aufgrund der Variationen des Virus. Aber wir werden eine Entscheidung treffen nächste Woche und ich hoffe, dass es erste Öffnungsschritte geben kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist aus Ihrer Sicht jetzt höher, dass es geöffnet wird oder dass nicht geöffnet wird? Dazu kann ich nichts sagen noch, wie gesagt, aber wir hoffen sehr darauf und die Frage wird sein, schaffen wir es mit den Maßnahmen, die es gibt, die Infektionszahl im Griff zu behalten. Das ist der ganz entscheidende Punkt und da sind wir auch angewiesen auf die Meinung der Expertinnen und Experten aus dem Medizinbereich. Für den Arbeitsmarkt ist ganz klar, würden wir uns über Öffnungsschritte freuen, das würde den Arbeitsmarkt relativ rasch auch entspannen können, wenn der Handel zum Beispiel zum Teil aufmachen könnte, der Nicht-Lebensmittelhandel. Was so oder so ein Thema bleiben wird, das ist mit Sicherheit die Kurzarbeit, das ist eine Instrument, das eigentlich nur sehr kurzfristig angewandt wird. Es wirkt ein bisschen so, als würde das jetzt zur Dauerlösung werden. Ist das so, zumindest auf Sicht gesehen? Solange es behördliche Schließungen gibt, braucht es die Kurzarbeit. Es war das wichtigste Kriseninstrument am Arbeitsmarkt. Es hat über 1 Million Arbeitsverhältnisse gerettet. Sie kann nicht auf Dauer erhalten bleiben, zumindest nicht in dieser Form. Aber solange es diese Schließungen gibt und wir müssen damit rechnen, dass es für gewisse Branchen auch über den März hinaus diese Schließungen gibt, glaube ich, brauchen wir eine Form der Corona-Kurzarbeit. Wir reden gerade mit den Sozialpartnern über die Zeit nach dem 31. März. Bis dahin ist die jetzige Regelung gültig und wir werden eine Nachfolgeregelung brauchen, aus meiner Sicht. Das habe ich in diesem Studio jetzt schon öfter gehört. Wir werden eine Nachfolgeregelung brauchen. Auch der Gewerkschaftspräsident hat immer wieder gesagt, das wird ja nicht ewig gehen können. Und die Gewerkschaft, auch die SPÖ, führt da immer wieder eine generelle Arbeitszeitverkürzung ins Treffen auf 80%. Sie haben sich schon zum Antritt gegen diese Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen. Aber bleibt das auch so, sollte der Lockdown doch deutlich verlängert werden und sich diese Situation einfach bis in den späten Frühling hinein prolongieren? Ich glaube, das wäre jetzt keine Veränderung der Lage. Jetzt gibt es natürlich ganz negative Szenarien, die wir uns alle nicht wünschen, dass die Pandemie noch viel länger dauert, dass es Probleme bei den Impfungen gibt, die über Monate hinweggehen. Dann muss man, glaube ich, die Lage wieder neu bewerten. Wenn es jetzt um einige Wochen geht, dann ist die jetzige Kurzarbeit eine sinnvolle Regelung. Wir müssen sie dann verlängern, aber entscheidend wird sein, wie wir aus der Krise rauskommen. Aber ich hoffe, dass diese Negativszenarien nicht eintreten. Wir, glaube ich, sind alle in einem Kreisel von negativen
positiven Erwartungen. Ich glaube, dass wir auch bald wieder Optimismus haben können. Die Impfungen laufen und es wird besser werden. Die Frage ist wann, aber es wird besser werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das hoffen wir ja jetzt schon sehr, sehr lange, dass es besser wird, sowohl am Arbeitsmarkt als auch was die epidemiologische Entwicklung anbelangt. Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden, wenn es über Monate noch hinausgeht, dann könnte man mit Ihnen sehr wohl über eine generelle Arbeitszeitverkürzung sprechen? Was ich gesagt habe, ist, dass wir über alles sprechen müssen dann, wenn es tatsächlich so ist, dass wir jetzt weit über den Sommer hinaus noch Lockdowns und Schließungen, behördliche Schließungen im großen Stil haben. Ich glaube immer noch, dass Arbeitszeitverkürzungen generell keine gute Lösung sind. Die Kurzarbeit, glaube ich, ist die bessere Lösung, aber wir sind dann wieder vor einer neuen Situation. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet und wird niemand rechnen im Moment, dass es so lange dauert. Wie gesagt, wir reden jetzt über ein Szenario, das ich sehr unwahrscheinlich halte. Was Sie jetzt einmal vorgelegt haben gestern, das ist die neue Homeoffice-Regelung. Wir haben das schon skizziert. Es ist vieles klar, aber nicht alles. Die Vertreterin der Arbeiterkammer hat zum Beispiel gesagt, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen Homeoffice verpflichtend anbieten. Darauf hat dann die Wirtschaftskammer heute via APA reagiert und die haben gesagt, es wäre wünschenswert, es wäre nicht oder es sei nicht verpflichtend. Was stimmt denn jetzt? Wir müssen unterscheiden zwischen der Situation jetzt. Jetzt haben wir den dringlichen Appell an Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerichtet, Homeoffice wo immer möglich zu verwenden, um eben die Pandemiesituation zu verbessern. Aber es gibt keine Pflicht. Die Situation oder die Lage, wenn die Pandemie zu Ende ist, ist eine ganz andere. Da ist es ganz klar geregelt in diesem Eckpunktepapier der Sozialpartner. Es ist freiwillig. Beide Seiten müssen zustimmen, wenn Homeoffice umgesetzt wird. Also haben eigentlich beide recht. Die Hauptkritik zielte darauf ab, dass das so wahnsinnig lang gedauert hat. 10 Monate Pandemie hat es gebraucht, bis dieses Paket jetzt geschnürt war und das sozusagen auf rechtliche Beine gestellt war, was sowieso seit Monaten gegolten hat. Was hat da so lange gedauert? Haben Sie darauf eine Antwort? Sie haben es jetzt nach 2,5 Wochen vorgelegt. Es gab viele Dinge zu diskutieren. Es gab ja auch eine recht praxistaugliche Lösung. Wir haben eine Studie, die zeigt, dass 90% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit der jetzigen Lösung, das war eine Übergangslösung in der Pandemie, zufrieden war. Das heißt, es gab jetzt auch, was das betrifft, keine ganz große Dringlichkeit. Aber es war klar, als ich begonnen habe als Arbeitsminister, dass das hohe Priorität hat. Und wir haben uns sehr beeilt, jetzt die letzten Wochen das über die Ziellinie zu tragen. Es gibt Beschäftigte, die nicht im Homeoffice sind und auch nicht in Kurzarbeit. Die sind in Beschäftigung, die arbeiten an ihrem Arbeitsplatz. Deren Arbeitsbedingungen sind aber nicht an die Pandemie angepasst. Ich würde Ihnen da gerne ein Beispiel zeigen und dann noch einmal mit Ihnen drüber reden. Da geht es um ein Callcenter in Wien, das Aufträge von großen Mobilfunkern und auch der dem Finanzministerium unterstellten COFAG betreut. Das soll mit Schutzmaßnahmen locker umgehen, zu locker. Gegenüber der ZIB 2 und dem ORF Magazin 1 sagen Mitarbeiter, es gibt unzureichende Corona-Schutzmaßnahmen an den Arbeitsplätzen, wo täglich stundenlang telefoniert wird. Ulla Kramer-Schmidt und Philipp Maschel berichten. Arbeiten, als würde es Corona nicht geben. Hier in einem Callcenter im Zentrum von Wien ist das nach Aussagen von Mitarbeitern Realität. Gearbeitet wird für die Covid-19-Finanzierungsagentur, die dem Finanzministerium untersteht, und großen Mobilfunkern. Mitarbeiter haben der ZIB 2 und dem ORF Magazin 1 die Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt. Eine Angestellte will auf die Missachtung der geltenden Corona-Bestimmungen aufmerksam machen. Also, es sind Großraumbüros, 30 bis 35 Leute circa. Und es gibt keine Möglichkeit, 2 Meter Abstand einzuhalten. Wir haben auch keine Trennwände. Und Masken werden teilweise getragen, wenn der Platz verlassen wird. Aber am Arbeitsplatz wird keine Maske getragen. Und es wird uns davon abgeraten, die Masken zu tragen. Und wir werden aufgefordert, sie abzusetzen am Arbeitsplatz. Gearbeitet werde auf Wechselarbeitsplätzen ohne Reinigung oder Desinfektion. Wir haben keine fix festgelegten Arbeitsplätze und damit verbunden ist es auch, dass wir keine eigenen Headsets, Tastaturen und Mäuse haben. Das wechselt also circa im 3- bis 4-Stunden-Takt in jedem von diesen 30 Arbeitsplätzen im Büro durch, jeden Tag. Und es werden keine Mäuse, Tastaturen oder Headsets desinfiziert. Auf Anfrage dementiert die Multimedia Marketing Austria GmbH die Vorwürfe. Es bestehe Maskenpflicht und... Im November 2020 wurden die ersten Plexiglas-Abtrennungen bestellt und Anfang Dezember geliefert. Vor Weihnachten konnte nur ein Teil abgeholt werden. Der Rest wird kommende Woche geliefert. Zudem wurden auch eigene Tastaturen und Headsets pro Mitarbeiterin gekauft und zur Verfügung gestellt. Für die Headsets stehen ausreichend frische Überzieher zur Verfügung.
Das uns zur Verfügung gestellte Video von vergangener Woche zeigt aber, in dem abgefilmten Großraumbüro stehen keine Trennwände und es werden auch keine Masken getragen. Laut der Arbeiterkammer sind Mitarbeiter, die sich in ihren Betrieben über fehlende Schutzmaßnahmen beschweren, kein Einzelfall. Uns erreichen auch Anfragen, wonach Schutzmaßnahmen gar nicht eingehalten werden oder nur zum Teil eingehalten werden. Zuständig für die Prüfung ist die Gesundheitsbehörde. Aktuelle Zahlen hat das Arbeitsministerium auf Anfrage bis heute Abend nicht liefern können. Das Arbeitsinspektorat hat jedoch im Mai und Juni des vergangenen Jahres Beratungen in Unternehmen durchgeführt. Damals sind bei einem Fünftel der Betriebe Missstände festgestellt worden. Laut Mitarbeitern gibt es die in diesem Callcenter eben auch, wo Bilder zeigen, dass ohne Abstand und ohne Maske gearbeitet wird. Herr Minister, wie ist das möglich, dass Beschäftigte in Österreich nach fast einem Jahr der Pandemie noch immer unter solchen Umständen arbeiten müssen? Ehrlich gesagt habe ich dafür auch kein Verständnis. Ich glaube aber, dass es sich wirklich um Einzelfälle handelt. Wir haben uns die Daten auch angeschaut aus dem Frühjahr. Es gab nicht immer wieder Beanstandungen durch das Arbeitsinspektorat. Aber viele Unternehmen haben sich dann auch rasch die Maßnahmen umgesetzt, die notwendig waren. Wir hatten im Frühjahr bei über 1000 Kontrollen und Beratungsterminen 4 Fälle, die wir weiterleiten mussten an die Bezirksverwaltungsbehörden, wo dann auch die Gesundheitsbehörden einschreiten müssen. Es gibt also solche Fälle, aber es ist sicher nicht die Mehrheit. Wir sehen auch aus den Covid-Zahlen, dass Ansteckungen am Arbeitsplatz zwar eine gewisse Anzahl ausmachen, aber ein sehr kleiner Prozentsatz ist, unter 3-4%. Es ist nicht die Mehrheit, sagen Sie, aber es gibt diese Fälle und das ist natürlich gut für die Allgemeinheit, wenn es nicht alle trifft, aber die, die es trifft, die haben davon wenig, dass nur Sie davon betroffen sind. Was rät der Arbeitsminister diesen Menschen, die unter diesen Umständen arbeiten müssen? Der Ansprechpartner ist das Arbeitsinspektorat. Das wird dann auch einschreiten und wird sich die Lage genau anschauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es schaffen, dass sich alle Arbeitgeber und alle Arbeitnehmer an die Regeln halten, weil jede Ansteckung, die wir vermeiden, hilft uns auch wieder rasch aus dieser Krise zu kommen am Arbeitsmarkt. Insofern habe ich, wie gesagt, da kein Verständnis dafür. Wir wissen, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die wegen weniger Verstößen gegen die Corona-Regeln sehr, sehr tief in die Tasche greifen müssen und mussten. Was ist Ihrer Meinung nach die richtige Konsequenz für Unternehmen, die verstoßen? Da müssen die adäquaten Strafen ausgesprochen werden. Wir haben das ja auch mit den Finanzbehörden gemeinsam bei der Kurzarbeit gemacht, wo es in den letzten Wochen Kontrollen gab. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es darf kein Ausnutzen dieser Situation geben und da muss einfach klar sein, dass es schwarze Schafe gibt, die dann auch die Strafen zahlen müssen. Ich möchte abschließend noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Sie haben in einem Ihrer Antrittsinterviews gesagt, Sie behalten sich vor, Ihre eigene Meinung zu haben. Nach dieser eigenen Meinung würde ich Sie jetzt gern fragen, wenn man an den Anfang der Sendung noch mal schaut, die Abschiebungen der Schülerinnen von heute Nacht, hätte es aus Ihrer Sicht für Kinder, die in Österreich geboren sind und ihr sogenanntes Herkunftsland gar nicht kennen, nicht einen anderen Weg geben müssen als den, der heute Nacht beschritten wurde? Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht tief betroffen ist von dieser Situation und es ist nicht ein Drama für diese Schülerinnen. Und wenn man sich vorstellt, was in Familien jetzt da passiert, ich kann das nicht beurteilen rechtlich. Ich hätte mir natürlich mehr Menschlichkeit gewünscht bei diesen Urteilen. Ob dieser Spielraum da war, das kann ich nicht beurteilen. Der Bundespräsident sagt, er könne das nicht glauben, dass es in dieser Form nötig ist. Können, wollen Sie das glauben? Der Bundespräsident hat auch klar gesagt, dass die Staatsorgane die Gesetze umsetzen müssen, weil es einfach nicht geht, dass willkürliche Entscheidungen getroffen werden. Wie viel Spielraum da ist, gerade auch bei diesen Urteilen, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich hätte mir auch mehr Spielraum gewünscht. Man hat den Eindruck, dass die grüne Seite in der Koalition jetzt schon sehr verstimmt ist gegenüber dem Innenminister auch. Haben Sie das jetzt auch schon gemerkt in der Koalition? Hat sich in dieser kurzen Zeit das Klima in der Koalition verändert, verschlechtert? Da bin ich, glaube ich, noch zu kurz dabei und wir treffen uns aufgrund der Covid-Maßnahmen auch sehr spärlich. Die meisten Treffen sind Videokonferenzen, auch in der Regierung. Und das führt nicht dazu, dass man die Stimmung nicht so gut mitbekommt. Aber wenn Sie das gehört haben, was Anschober, was Maurer, was Kogler heute gesagt haben, was ist Ihre Antwort auf die Einwände Ihrer Regierungskollegen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach Lösungen finden. Ich weiß nicht, klarweise, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es ist ein Einzelfall, der uns sicher noch beschäftigen wird, aber den ich jetzt auch nicht moderieren kann zwischen den verschiedenen Parteien. Ich bitte auch meine Rolle als Arbeitsminister so sehen, wie sie ist. Ich kann nicht den Regierungsmoderator spielen.
Herr Minister, vielen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank. Guten Abend.